Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Resident Evil 5 zocken wir. Und ich bin nicht allein. Neben mir sitzt ein geschätzter Kollege und Kumpel. Stell dich doch mal vor. Hallo, ich bin der Schlü und wir ziehen das hier zusammen durch. Sehr schön. So, drücken wir mal auf Start. Resident Evil 5. Yeah. Nein, wir wollen natürlich nicht ins Network. Brauchen wir ja nicht. So, juhu, schöne Inhalte, bla bla, alles klar. Schauen wir mal, wir starten das Spiel. Das Ganze ist ein No-Blind für uns quasi, wir haben das alles schon mal gespielt. Waren auch mal relativ gut. Aber naja, mal schauen, wie wir uns jetzt anstellen. Schwierigkeit normal wird reichen, ich glaube auf Veteran werden wir auf jeden Fall ablosen. Ja. Spiel starten. Zwischendurch bei den Ladebildschirmen gibt es auch manchmal sehr interessante Informationen zum Spielinhalt. Ja, stimmt wohl. Ja, wir wären jetzt gern ruhig, damit ihr das Intro auf jeden Fall in vollster Schönheit genießen könntet, aber es geht leider nicht, denn Copyright-Gründe und so. Naja, lässt sich leider nicht vermeiden. Auf jeden Fall ist es eine typische Resident Evil Storyline, aber nichtsdestotrotz ist sie sehr interessant gestaltet und eine Menge ganz cooler Gegner werden auf uns treffen. Das wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ja, das stimmt. Und ja, was ist das eigentlich? Voll eklig. Captain Deschat hier. Wir haben die underground route to the coordinates. Okay. Schön aussehen tut's ja. Und da ist unser männlicher Hauptprotagonist. After the fall of the Umbrella Corporation, for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Ja, und da haben wir die nächste. Eine Schönheit. Okay, ist Geschmackssache, aber. Ja, Chris Redfield. Der Partner. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. Partner. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more, I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day, I'll find out. Hey, hey! Uyo Ngenti, alafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Das sah doch schon mal ganz nett aus. Ganz sympathische Menschen. Yes.
Alles voller sympathischer Menschen. So, ja, leider müssen wir jetzt Start drücken, um das Ganze in den Split-Screen zu bekommen. Und dafür müssen wir warten, bis er fertig gespeichert hat. So, jetzt kann's losgehen. Yep. So, das erklären wir euch später. Für die Leute, die keine Ahnung haben, was das war. So, dann geht's los. Chris Sheva, can you read me? Chris here, coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. There's a black market weapons deal going down in Kijuju. That's where Irving will be. The Alpha team has already infiltrated the area, and you will be going in as backup. Rendezvous with your contact at the butcher's shop. You can gear up and get briefed on the mission there. Watch your backs. Roger that. Copy. Over and out. Oh mein Gott, vielleicht hast du jetzt einen Hacker. Hier drüben, ja. Ja, das ist alles andere als gemütlich und einladend hier. Mit der Stern. Oder aber. Ja. Jetzt in den Sonnenschirm raus, in den Sand legen. Genau. Oh Mann, was haben die da eigentlich gemacht? Ist da eine Ziege drin oder was soll das sein? Der sieht entspannt aus. Ist der einzige, der mir sympathisch ist hier. Gut. Und dann waren alle verschwunden. Oh ja, nur wo sind sie hin und wie zum Teufel ging das so schnell? Das ist eine gute Frage. Teleporter bestimmt. Irgendwo hier. So, durchs Türchen. Ui, ein bisschen doll aggressiv. Hi. Good, you're both here. Er hat so ein bisschen was von dem Händler aus Resident Evil 4. Ja, da sind gewisse Ähnlichkeiten vorhanden. You too. This way. But maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here. Check them. Waffen klingt schon mal sehr gut. Ja, Waffen ist super. Also, ich meine, ich will ja auch nicht ohne Knarre rumlaufen, ehrlich. So, für dich eine, für mich eine. Jeder bekommt ein schönes Messer. Und dann könnten wir uns eigentlich gegenseitig abstechen. Nein. So. Ja, wir haben unsere Waffen. Lass uns weiter. Ach Gott. Ich werde das vergessen. Ich glaube, wir müssen sie ausrüsten. Ah, genau. So war das, glaube ich. Ja. Ich kenne das aber ganz genau. Ja, das ist. Ui. Das war ein schöner Ausblick gerade. Destination Coordinates. Town Square's up ahead. Go through there. Alpha Team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a Doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. And be careful out there. Du auch, Kumpel.
Ja, Ouroboros. Das Wort wird uns noch öfters verfolgen. Ja. So, dann lass uns mal checken, was hier so abgeht. Ich hab mal Geld gefunden. Es wimmelt hier nur so vom Aden. Das ist so lecker. Oh, Dokumente lesen. Willst du die vorlesen? Soll ich das machen, oder? Das darfst gern du tun. Dann tue ich das. Steuerungsarten. Jetzt braucht man nicht. Sie also, sterben. Ja, okay, das sind alles Tutorial-Dinger. Die brauchen wir echt nicht lesen. Das ist mir gar nicht genauer angeguckt. Ja. Alles andere, denke ich, lese ich vor. Du hast die schönere Stimme dafür? Ich habe die schönste Stimme auf im ganzen Universum. Ja, auf jeden Fall. So. Lecker. Oh, und da steht auch einer um der Ecke. Na, mach ich in der Hand. Aber du siehst sie nicht, oder? Naja, ist irgendwie gerade verschwunden. Naja. So. Der Körper ist noch warm. Ja, was ist hier nur passiert? Sehr lecker. Vor allem, schau mal. Lustig finde ich auch, der Körper ist noch warm, weil der Temperatur vielleicht noch gar nicht so wunderlich. Ja. Bei 60 Grad in der Sonne. Wird kein Fleisch kalt. Oh, ey, echt. Das ist ja schon... Wah, nee. Da liegt ein Tierkadaver auf dem Tisch. Hat er etwas mit einer Zeremonie zu tun? Wie sah es aus? Kerzen in einem Regal, ein paar Schädel im Regal. Sieht aber schon nach einer typischen Sekte aus. Ja. Ich habe noch eine Kiste vergessen. Ich jetzt nicht kaputt gekriegt habe. Ja, sorry. Freunde, das ist öfter, wird wohl jetzt uns das ganze Spiel verfolgen, dass ich viele Sachen übersehe. Schlü sammelt ihr dafür ein. Ist also quasi mein perfekter Let's Play-Partner. Und vor allem ist Schlü echt eine Schönheit. Schaut doch mal. Ja. Vielen Dank. Lediglich die Stimme ist ein bisschen dolle männlich. Ach, wie kommst du da drauf? Okay. So, da hat gerade jemand geschrien, ich glaube, wir sollten uns beeilen. Ja, ja, eine Idee, aber ob wir euch noch retten können, ist die andere Sache. Ich gehe immer positiv an die Dinge. Ja, ja. Ladebildschirme, echt toll. Besser als schwarz. Ja, das stimmt wohl. Oh, wie nett die sind, die füttern den. Ja, nur mit was? Drops. Saure Drops. Ja. Ein bisschen aus wie Las Plagas aus Resident Evil 4. Ja. Seit Resident Evil 4 sind sie auch keine normalen Zombies mehr, sondern eher irgendwelche Übermenschen. Ja. Die Legenden können mit Waffen umgehen. Auf jeden Fall eine größere Bedrohung als sonst. Yep. Are you okay? Warum fahren die eigentlich immer noch in diesen Spielen? Das ist doch klar, oder? Dann rechnet er nicht immer gleich mit Zombies. Ja, aber es ist nicht okay. Ich meine, die haben ihn da gerade gesehen, wie er irgend so ein Zeug in den Mund bekommen hat. So ein fettes, irgendwie lebendes Vieh, Alter. Was ist das eigentlich? Krass. Man geht es hier, um Menschen zu retten, nicht sie zu erschießen. Ja, schon. So, und... Ich glaube, der ist doppelt tot jetzt. What the hell just happened? They didn't move like any zombies I've ever seen. Mal gucken, ob wir hier was Schönes finden. Ja, ich glaube, hier ist nichts. Eigentlich hier hinter was? Ja, hier ist auch nichts. Sieht nicht nach aus, dass sich hier irgendwas auffinden lässt. Aber hier sind es ein paar. Ein paar Sachen. Position. Das war's, oder? Das scheint's gewesen zu sein. Wow, so ein Empfang. Ladies first. Jetzt wird er bloß abgucken. Ja, sonst hätte es nicht geschafft sonst. Ich muss mir das angucken, wie das geht. Ja, sehr schön. Gesellschaft. Ich glaube, zu viel Gesellschaft für die Menge an Munition, die wir haben. Wir laufen. Ja. Ich habe nur 9 Schuss. Ich glaube, das sind so viele, das schaffen wir damit nicht. Schön, dass der perfekte Versteck ist, schon mal.
Und ja, ich laufe gezielt auf das Rote Kreuz zu, weil ich weiß, dass es da liegt. Ja, so ein paar Sachen weiß man. Weil ich auch irgendwo eine Handgranate? Die habe ich gerade eingesammelt. So. Chris muss mir helfen. Ja, mache ich gerne. Wir treten Türen ein. Kann man nur zu zweit. Ja. Aber Chris hat das auch allein geschafft. Ja. Mit deiner Kraft. Prügelt sich nachher auch noch mit einem Stein. Das ist eine Mission für dich. Mehr will ich nicht sagen. So. Mach was für dich. Oder hast du schon geschnappt? Nee, ich glaube, hast du dir das gerade weggenommen? Ja, das kannst du dir nehmen. Ach so, du hast das nötiger als ich. Ja, ich verballer die gerne und schlüß sparsamer als ich. Ja, aber was soll's. Wird immer interessanter hier. Wir werden es trotzdem schaffen. Wir schaffen das. Oh ja, lecker. Ach man, wo sind wir hier eigentlich gelandet? In Afrika, ich weiß, aber... Munition, einmal für dich, einmal für mich. Gut. Gehen wir noch was Kraut. Hast du Kraut? Ich hab keins, nein. Dann geben wir dir das mal. Warte, ich platziere meine Granate mal hier und verbinde das Kraut. Gut. Ich glaube, lange können wir den Kämpfen nicht mehr ausweichen. Das ist ja, wir spielen halt hier Kämpfen. Naja, Kämpfen, ja, schießen. Ja. So, eine schöne Hütte. Wunderbar. Nochmal Kraut, nochmal Munition. So. Was geht jetzt? Klingt nach einer wütenden Mob. Ja, da ist auch schon der Mob. Unser Freund, der Waffenhändler. Tja. Ich glaube, den haben wir jetzt zum letzten Mal gesehen. Den Typen mal an, ey, mit der Axt, das ist ja... Das ist krass. Das sieht sympathisch aus. Oh, oh. Nicht hingucken. Autsch. Yes. Der erinnert mich so ein bisschen an den Typen von Silent Hill. Den Pyramidenmann. Ja. Macht einem auf jeden Fall genauso viel Angst. Ja, wir wurden gesehen. Ja, mit dem Megafon ist sympathisch. Ja, das, den könnte man mitnehmen auf die ganze Reise. So. Jetzt geht's los, Freunde. Schieben wir den ganzen Kram hier mal vor. Ich guck mal, was hier im Obst drin ist. Obst ist immer gut. Das ist das Obst der Woche. Jetzt hast du die zwei Handgranaten, das heißt, du musst auch mich um den Großen kümmern, falls er kommt. Ja. Ja. Okay. Haben wir alles? Wir haben alles. Das sieht aus. Oh Mann. Das sind echt ganz schön viele da draußen. Das sind ein paar, ja. Mann, die halten mir eindeutig zu viel Schüsse aus. Nun ja, bin ich gerade kein guter Kurs, was ist das? Hier war gelegen, wenn sie so ans Fenster kommen, kann man sie leichter treffen. Ja. Oh Gott, ey. Sind hier am Schrank. Na, okay. Nachladen? Wo wollen wir denn jetzt hin? Ich glaube, sie kommen gerade zu dir alle. Ich glaube, lange wird es nicht mehr gut gehen. Ja, das könnte irgendwann ein Problem darstellen, wenn so viele kommen. Yep. Ich spring mal kurz raus. Ich guck mal, ob ich hier draußen ein bisschen Munition sparen kann. Indem ich mich mit den Leuten hier ein bisschen anlege, so faustmäßig. Oh, sie sind gerade hochgelaufen. Ja, sie kommt schon doch bald runter. So. Ich kann schon mal mit rauskommen. Das finde ich ein bisschen klüger. Autsch, der hat mich.
Ich wurde gerade getroffen. Geht schon. Das war gerade ein bisschen näher dran. Ich komme weg. Ach Mann, ey. Hinter dir sind eine ganze Menge. Okay. Oh, oh. Ja, yep. Und sie sind durchgekommen. Aber wir sind ja nicht mehr im Haus, von daher. Ach Gott. Wir haben das viel. Ein paar, ja. Ja, und hier auch. Alter. Werde mal mehr, werde mal mehr. Oh, scheiße. Er ist da. Unser großer Freund. Ja. Yep. Ich nehme die Granate. Achtung. Ah, und laufen. Ich laufe. Sehr schön, lass uns von hier abhauen. Sehr schön. Wo ist der Typ? Ich decke dich ja von hinten. Oh ja, kommt. Ich bin wieder Feuer. Dann können wir abhauen. Alter, Achtung! So viel. Hier ist noch ein bisschen Munition. Wenn du was brauchst. Nein, du hast mehr als ich. Ich brauch grad nichts. Alles klar. Guck mal, hinter uns. Das ist der Große, oder? Nee. Der Große kommt grad irgendwo anders. Ja, er ist hier. Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht. Ah, rechts. Ich weiß nicht. Da kommt er. Oh, oh. Hilfe, er ist bei mir, oder? Oh Gott. Weil kann ich dich treffen, wenn du gerade in so einer. Ja. Wenn du gerade gegriffen bist. So. Jetzt komm her. So, schnell Nahkampf. Sehr gut. Und bloß nach dem zweiten Schlag am besten abhauen. Der schlägt dann nämlich ziemlich schnell zu. Ich gehe mal in die Hütte. Dann gibt es noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Erstmal in Brand gesetzt. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh Gott, ich hab da Panik. Er ist gerade hier beim Feuer, also. Schaut okay. Bei mir. Gut, halt die noch eine Weile auf, ich komme gleich wieder zu dir. Ich laufe weg. Das ist die beste Planung. Oh Mann, hoffentlich kriegen wir den Kalte, lässt nämlich den Schatz fallen. Oh mein Gott, der schlägt zu. Ich glaube, ich sollte kommen, wa? Schnell weg. So. Ich bin bei dir. Ich seh dich. Siehst du mich, gut. Ich bin direkt hinter dir. Das ist der Megafon-Typ. Ach, er ist gefallen. Wow. Du bist ja. Oh nein. Ich hab eine Handgranate. Sehr gut, schön. Gut. Ich weiß nicht, wo ich sie ausgerüstet habe. Ich habe auch noch eine Brandgranate, falls es brenzlig wird. Oh, wieder getroffen. So schön. Boah, ich weiß nicht, wo der komische Axttyp ist. Ich sehe ihn auch nicht. Lass uns den mal verfolgen. Der Henker. So, Kumpel. Oh, der ist da, er ist da. Gut, dass ich den Typen ganz kaputt gemacht habe. So. Eine Brandgranate. Na, toll. Hat mich erwischt. Ich brauche was zum Heilen. Ich habe was, warte, ich gebe uns das. Ich habe eine Handgranate, die darf ich jetzt. Oh, und sehr schön. Wieder drauf. Und abhauen. Denn er holt echt wirklich schnell aus danach. Wo bist du? Ich bin wieder beim ersten Haus. Hier ist ein Fass. Lass uns zu dem Fass gehen. Vielleicht kommt er ja rumgelaufen. Ja, machen wir das am besten. Achtung, hinter dir, er müsste gleich da sein. Oh, ich war zu langsam. Ja, wegrennen. Oh. Lass uns nochmal im Kreis rennen. Bevor wir jetzt. Ja, ich habe gedacht, es trifft ihn, aber. Leider nicht. Getroffen, nein. Oh Mann. Naja, alles in Ordnung, stimmt auch nicht. Schwingt mit seinem. Oh ja, wie er einfach mal im Rage-Modus ist, ja, das ist. Absolut krass. Ja, er raged gern so ein bisschen. Oh Mann. Aber sonst noch irgendwo ein Fass, nee. Nein, das sieht nicht danach aus. Du könntest dir die MP holen, die hier rumliegt. Die sind im Koffer drin. Ja, aber es ist gefährlich, wenn die alle hinter uns her sind. Mann, ich kann nicht auf die Typen zielen, weil die alle ja vor der Linse rumpanzen, ja. Oh, Mann. Granate oder so hast du auch gar nicht mehr, ne? Ich hab nichts mehr. Ich hab alles, was wir in Granate hat, an dem. Schleudert. Oh oh. Autsch, helf mir! Wo bist du? Schnell!
Oh. Er hat ihn doch getroffen. Okay, Kirk kommt. Hat sich der Große getroffen oder was ja, war das? Ja, der Große hat mich getroffen. Gut, ist ja fast schon Ding der Möglichkeit, ja. Ja, den beim ersten Lauf zu töten ist schon... Ja. Aber wenigstens haben wir es geschafft und das gleich beim ersten Mal. Ja, das war gut. Kirk, der Rapper in der Not. Ja. Er kann auch zaubern, so wie es aussieht. Es ist keiner mehr da. Gut, wir haben es geschafft. Erstmal durchatmen. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das war's denn fürs Erste. Part 1 haben wir hinter uns. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Resident Evil 5. Macht's gut.